Jo Leute, herzlich willkommen zu dieser Runde Dota 2, dieses Mal mit Zeus. Ich hatte mal Bock auf so einen richtigen, schönen, klassischen Magic Zeus. Das ist nämlich ewig her, dass wir das gespielt haben. Der letzte Zeus ist einige Monate zumindest her, ne? Und da war es Auto-Attack, Zeus. Damals auch ziemlich Meta gewesen. Jetzt kann man ihn wieder in schöner, klassischer Manier spielen und dadurch kann ich auch mal die göttliche Zorn-Facette ausprobieren, mit der Thunder God's Wrath noch ein bisschen mehr reinhaut. Wir gehen natürlich Bottle, na, das ist ganz klar. Und ja, Arcane Boots, Phylactery, das ist eigentlich ein ziemlich offensichtliches Item-Bild am Anfang. Also das steht hier auch vorgeschlagen und genau das hätte ich auch, glaube ich, selber einfach gekauft. Wir müssen gemeinsam hoffen und beten, dass nicht die Batrider in Mitte ist, wollte ich gerade sagen, weil dann verlieren wir. Aber ich sehe gerade, die haben Sniper und Batrider, das heißt, die Mitte ist sowieso verloren. Gegen Sniper gewinnst du die Mitte aktuell nicht. Viel zu krass. Und gegen Batrider vom Matchup her habe ich auch keine Schnitte. Der hat Ghillie Suit. Und jetzt Doked. Also nicht dieses Napalm gegen Gebäude, das heißt, der Sniper ist Mitte. Ja, da kann ich nur mit Arc Lightning ein bisschen Last Hits holen und akzeptieren, dass er Free Farm hat. Die sind ziemlich tanky von der Frontline, die Gegner. Wird man sehen, ob wir durchkommen oder nicht. Guter Flame Break. Gebt dem Gameplay gerne ein Like, als kleine Erinnerung. Danke im Voraus für die, die es machen. Und kommentiert auch oder so, wenn ihr Lust habt. Ist immer super für den Algorithmus, gerade auf YouTube. Also die Lane, ja, ist wie erwartet. Das war ja bitter, dass der den Range-Creep nicht angegriffen hat. Da, nicht, dass ich ihn dann bekommen hätte, aber ging zumindest davon aus, dass das passiert. Ja, komm, ziehen wir einen Tower, ist okay. Ich warte noch ein bisschen. Das macht, glaube ich, ziemlich viel Sinn, das so zu spielen. Nice, das war sehr gut. Jetzt hier halten. So. So mache ich nicht zu viel Push. Ah ja, der hat normales Schrapnell. Ekelhaft. Ich dachte, der hittet, aber er hat gemisst, ne? Ich glaube, er hat Uphill gemisst. Bisschen unlucky. Für mich tatsächlich in dem Fall. Na, habe ich versaut. Ja. So. Wie gesagt, es ist keine gewinnbare Mitte in dem Sinn, dass man jetzt den irgendwie abhalten kann da. Aber wir können zumindest ein bisschen unser Ding machen. Ich hoffe, da sieht er den Ward nicht. Das Gefühl hat vielleicht Tiger und Vision, bin aber nicht ganz sicher. Er hat zu viel Range für mich. Dadurch komme ich nicht an ihn ran. Natürlich den deutlich besseren Angriff. Ah, gerade so. Also mein Ziel ist gerade, die einfach zu ihm zu pushen. So. Boots kaufen. Bisschen Gegenregen. Für einen Arc Lightning, für die nächsten Last Hits. Könnte, weil er sehr viel Shrapnel benutzt, auch Magic Stick kaufen schon, ne? Aber ich glaube, eine Mask ist am besten mit der Bottle zusammen. Und durch die Boots kriege ich dann noch mindestens eine Quellrune gleich. Ich bin es nicht mehr gewöhnt, dieses Oldschool-Schrapnell. Nice. Und kurz defensiv sein. Schade. Oh, das wird schwer. Ah, den kriege ich. Kriege ich auch. Alter!
Wie oft kann ein Mensch missklicken? Scheiße, der war eigentlich meiner. Es war auch wichtig, den zu kriegen. Kurz hier warten. Ist okay, ich verliere nur einen. Na gut. Er macht's auf die komplizierte Art, wenn er unbedingt möchte. Kann er die gerne haben. Hm. Ich will eigentlich nur, dass die Creeps zu mir kommen demnächst. Das ist auch bald der Fall. Ich habe gerade das Gefühl, dass ich einen Passing-Fehler hatte. Bin nicht ganz sicher. Den kriegen wir nur mit Arc Lightning. Also dafür, dass das Matchup so hart ist, stellen wir es ganz gut an, tatsächlich. Wenn ich schon TP ausgeben musste und so. Arc Lightning 3, ich glaube schon. Das wäre sogar eine Gelegenheit gewesen, jetzt mal Base zu gehen, tatsächlich. Weil ohne Mana mache ich nicht so viel gegen ihn. Und wir müssen noch lange auf die Rune warten. Aber da ich gepennt habe, holen wir jetzt noch die Wave. Ist auch nicht unbedingt schlecht oder so. Ah, schade. Den hätte ich kriegen können mit ein bisschen Glück. So, einmal Basis. Dafür haben wir die Boots. Und dann, wenn wir ankommen, haben wir leider noch nicht die Arcane Boots, weil ich mich für Tengus entschieden hätte. Rückblicken hätte ich es vielleicht nicht machen sollen. Aber als sie kamen, waren sie sehr praktisch, fand ich. Aber ja, fürs Mana muss ich ja sowieso zurück. Einmal. Ich muss leider auch ein TP kaufen. Das bringt jetzt nichts hier, die Branches für die Arcanes zu investieren oder so. Einmal so. So, jetzt ist 50-50 gleich. Drücken wir uns mal gemeinsam die Daumen. Sniper coming top. Pushen wir schnell, damit er zurück muss. Okay, das ist keine gute Rune. Und das ist eine Rune. Oh, danke. Sniper wollte helfen, aber ich habe mehr geholfen. ja, wir lassen den Magic Wand, glaube ich, jetzt. Ich brauche noch einen Ward, habe ich vergessen. Ah, oh, das Shop-Nail-Timing. Scheiße. Ich glaube, es ist trotzdem okay, die dafür zu benutzen. Sind nicht viel wert auf einem Zeus, die Illus. Und ein bisschen Tower-Schaden ist immer gut. Kein TP geholt, scheiße. Hätte ich auch noch machen sollen. Oh, das war richtig knapp. Ich hätte auf den Boden drücken sollen, nicht auf ihn. Habe ich auch versucht, tatsächlich. Weiß aber nicht, ob er gestorben wäre. Hätte halt Vision gehabt für noch ein Arc Lightning, ne? Vielleicht schon, tatsächlich. Na moine. Ich wollte dich jetzt hier nicht unbedingt sehen. Benutzt noch keine Bowls, um irgendwelche Wards aufzudecken. Geil, guter Kill. Die Ulti hat mir natürlich richtig Farm eingebracht. Ich muss jetzt nur die nächste Rune kriegen, dafür warde ich auch schon mal. Das ist wichtig in 10 Sekunden. Kleinen Fehler gemacht, dafür hüpfe ich jetzt hier rüber. Ich muss sie stacken. Bitte, bitte, bitte. Oh, ist zwar nur eine Idee, aber es ist trotzdem natürlich super für mich. Hat hier keine Vision, glaube ich. Ah, ich glaube nicht, oder? Dass er Vision hat. Er hittet zumindest nicht, bevor er Schrapnell benutzt.
Nicht sicher, ob ich das überhaupt schaffe. Wir werden sehen. Wahrscheinlich hätte ich hier Bolt skillen sollen. Keiner Fehler. Nice. Ich wollte gerade mir Mana für Ulti holen. Noch steht mein Tower. Wir haben dem Team ordentlich Neutrals geholt. Aber ich muss Space trotz Tengu-Benutzung. Holen wir die Phylactery. Aber wenn er einen Tower dafür kriegt, war es das natürlich nicht wert. Oh Mann, das Passing. Habe auf die Minimap geklickt. Wenn er einen Tower dafür kriegt, war es das natürlich nicht wert. Aber ich glaube, er kriegt den nicht. Nein, kriegt er nicht. Könnte ich runtergehen. Ist besser, selbst wenn ich den Tower dafür verliere. Oh, die haben die wirklich schon davor gekillt. Witch Doctor Damage, Mann. Heiliger. Fuck. Da hätte ich natürlich Mitte gehen sollen. Hat der Sniper auch mitgerechnet, deshalb ist er nicht mehr am Pushen. Da hätte ich einfach Mitte gehen sollen und Ulti drücken sollen. Aber ich dachte, ich helfe da noch. Geben wir ihnen mal die Kills. Haben wir vorhin schon einen Double Kill gefrühstückt. Hammer, es war genau, was wir gebraucht haben. Es war richtig gutes Timing. Wow! Hat der deine Invis oder war ich immer am Pennen? Wenn der jetzt nicht aufpasst. Ah, ich habe keinen Jump mehr. Bisschen nerven. Oh, das ist ein Ward. Okay, wir haben unser Phylactery Timing. Deutlich besser, als es sein sollte. Ich gehe nicht hier, nicht push. Es ist so wertvoll, hier zu pushen mit der Cutter Wave. Gegen den Zeus, also mit dem Sniper gegen Zeus den Tower nicht kriegen. Und sogar selber fortifyen müssen. Das nehme ich dankend an. Klar, wäre geil, wär ich da. Ne? Wir holen auch schon mal TPs für die nächste Situation in die Richtung. Ich will den eigentlich mal für Lectuin gleich. Die wird mich wahrscheinlich killen. Aber kann ich nicht viel machen. Hätte wahrscheinlich mein TP nicht ausgeben sollen fürs Lasso. Ist halt so die Frage, ne? Will ich, dass sie kein Lasso hat? Und TP? Besitze ich dann noch dafür? Vielleicht. Aber das Level 1 Lasso 90 Sekunden. Ich glaube, es war fair, das so zu machen. Ey, ich habe den Sniper gekillt. Ich habe eine doppelte Rotation gezogen. Auch wenn die Bett mich alleine gekillt hätte. Nehm mal mit, obwohl ich viel wert bin. Die Haste wird wohl an den Sniper gehen. Bitter ist, dass ich jetzt TPA. Ist schon hart, ne? Weil ich jetzt auch den Tower dadurch verliere. Kann someone TP middle? Really quick. To defend. So we don't lose T1. Thank you. It's really good. Jetzt hätte ich wieder so eine kleine, nice Ulti. Oh, ich freue mich mal wieder Magic Zeus spielen zu dürfen. Das ist wunderschön. Bin so ein bisschen auf Autopilot in die Mitte. Ah ja, genau deshalb. Ich habe gerade überlegt, warum bin ich da, obwohl die Luna erfarmt. Jetzt weiß ich's. Ich gebe ihr den. Oh, okay. Nach dem sehr harten letzten Gameplay, was wir aufgenommen haben, ist es bisher zumindest ein Balsam für die Seele. Lebenspunkt oder Mana-Regeneration? Mit Magic Build ist ja eigentlich Mana-Regeneration echt nice, ne? Aber ganz ehrlich, ich habe das Gefühl, Leben sind angenehm, gerade gegen einen CK und so. Ich probiere das mal.
Ich probiere das mal. Ich habe auch gar keinen Bracer gekauft und das im aktuellen Meta. Hier laufe ich nur im Kreis und mach nichts. Mal unten farmen. Ich hätte gerne noch ein bisschen Action gemacht, aber... Ich finde, Safety Bubble fühlt sich immer so gut an, wenn ich es nehme. Weiß auch nicht. Gar nicht mal unbedingt nur in Kämpfen wegen diesen 100 Leben, sondern eher, weil man die ganze Zeit keine kleinen Schadensinstanzen von Creeps nimmt. Der Brischel hat noch nichts, aber bald hat er seinen Agger. Obwohl der irgendwie komisch kauft. So, wir haben jetzt Kaya. Da würde ich sagen, wir gehen als nächstes Agger nimmst. Leider hat noch Ulti-Cooldown. Wenn ich nicht unten stehe, holt er halt den Tower, ne? Fällt mir gerade so auf. Ja, ja. Schnodder du mal. Problem ist, alleine macht er mir nicht so viel, wenn ich aufpasse. Aber zu zweit gehen nämlich. Ja, Brissel kann schon Schaden machen. Mann, hätte ich gern mehr Mana-Regeneration. Glaube ich auch noch nie auf Zeus gemacht. Keine Mana-Regeneration dazu skillen. Aber ey, so ein paar Leben hier. Also zumindest nicht auf Magic Zeus habe ich es gemacht. Jetzt kriege ich gleich den Twin Gate Gank, obwohl mein ganzes Team den oberen unter Kontrolle hat, bin ich ganz sicher. So, ich hätte Ulti. Mitte kann ich gerade leider nicht wegen der Luna. Ich überlasse denen das mal, ob die da reinspringen. Ja. Ich muss halt was killen mit der. Ja. War trotzdem noch gut. Geil, ey. Moin. Richtig bitter für ihn, ey. Der Ward war so gut für uns. Alter, wie sie auch alles vernichten. Ich habe das Gefühl, ich drücke meine Ulti und ich hatte Impact und ich muss nichts machen. Ah, der Sniper hat sich auch schlecht angestellt in der Mitte. Ich glaube, ich bin ein bisschen gesunken in der langen Abstinenz, wo ich nicht gespielt habe. Da folgten noch einige Niederlagen. Nicht nur, aber ein paar. Das kann ich jetzt auskosten, diese Früchte der Gegnerschwäche. Ja, I'll take it later. In the room. Wir haben noch Zeit, 16:33. Oh mein Gott. Das war ganz, ganz schlecht. Aber ich glaube, der hat die Runde liegen lassen, oder? Ja. Da geht's ab. Gehen wir mal hin. Ganz guter Smoke tatsächlich. Die sind doch da. Okay, dann nicht. Jetzt das Übermanöver. Oh, nicht getroffen. Okay, nun des Todes. Nicht so greedy, dass er hier noch versucht zu farmen. Ja, war doch wieder eine ganz gute Arcane Rune zum vielleicht perfekten Timing. Eigentlich sollte ich es nicht farmen, ich sollte hochgehen, bevor der SK denkt, er kriegt die. Sehr gut. Da würde er sich ärgern. Aber ich hatte zu viel Bock auf die Creeps. Ah, zwei Flower. Das ist Flowers. 4-1 Cent King. So.
Noch nicht so ganz am Agar nimmst dran, aber bald. Ich mach mal keine Nudes, weil ich hier eine dicke Ulti brauche. Ich will mal einen Laster mit der Ulti kriegen, dann macht die auch mehr Schaden und so. Leider hier nicht möglich. Boah, die nächste Ulti wird so reinschmettern. Vielleicht hätte ich einfach wie Fischer gehen sollen direkt. Einfach weil geil. Kann ich dann nachmachen. Könnte auch E-Blade gehen. Auch ziemlich lustig hier. Könnte auch die Leute E-Bladen, die vom CK angegriffen werden. Aber es ist eher skilly und gut. Ich will lieber ganz viel Schaden machen, indem ich einen Knopf drücke. Aber Nimbus ist auch so ein großes Ding. Gerade wenn man es so früh im Spiel bekommt. Wir haben ja sogar eine Kaya zwischengeschoben. Ich würde auch noch Sage wahrscheinlich für die Kaya übrigens kaufen. Aber in dem Spiel, denke ich, ist der Aghanim's Rush korrekt. Hat Dragonlance und Maelstrom, der Sniper. Also die haben schon ein krasses Line-Up, auch für Highground und alles. Geh mal da hin, die Rune unten hätten wir eh. Ja, nur Agar nimm's. Ah, ich bin nur ausgewichen. Bruder! Scheiß Brüssel weg, ey. Krass, dass der mich da gekillt hat. Ich meine, ich bin auch reingesprungen. Weil ich Bock drauf hatte. Ah, verrückt. Es war gar nicht so gut für ihn. Er kriegt sehr viel Geld. Er ist immer noch super, mich zu töten. Aber er hat kein XP bekommen, weil er davor gestorben ist. Das war ganz, ganz wichtig für uns. Ich hatte, glaube der allerletzte Proc, der Bristleback-Proc, der letzte, hat mich gekillt. Hätte auch nicht gedacht, dass er so lange durchhält. Er hat nur Aghanim's, ne? Er hat nur Aghanim's. Unglaublich eigentlich. Keine Eternal Shroud, kein Nichts. Hätte sie mal Eclipse gemacht. Wie gesagt, dadurch, dass ich als zweites gestorben bin, ist okay. Meine Ulti kam dann auch irgendwann bei ihm an. Wir werden es auf jeden Fall nochmal schaffen. Einer ist schön low. Man sollte die Ulti machen, wenn einer schon so low ist, dass er stirbt. Ich glaube, der wird dann auch als erstes getroffen. Ja, low ist zuerst. Sonst wäre es natürlich richtig doof, wenn du dann Pech hast. Dann macht die konstant mehr Damage über die nächsten Instanzen und natürlich potenziell ganz, ganz viel. Oh, hier könnte ich sogar gegankt werden. Mein Bett ist gerade oben gewesen. Bett hat Lasso. Hat Dagger, meine ich. Oh, mehr Schaden mit Ras. Hey, Leute, ich meine, das ist ja überhaupt keine Frage. Das ist das Allergeilste. Mehr Damage. Jetzt noch Agar. So, aber als nächstes, jetzt haben wir auch den Mana-Pool dafür und alles. Gehen wir, denke ich, viel fresher. Vielleicht das Sage noch zuerst. Stellt euch vor, doppelter Sundagos. Oh, stellt euch vor. Ich sehe die Bat da. Sieht sehr, sehr gut aus, wenn ihr mich fragt. Wie hat das jetzt den Creep getroffen? Er muss ganz knapp aus dem Maul gewesen sein von dem Nimbus, die Bat ganz kurz oder so, das war irgendwie seltsam. Das war wichtig, glaube ich. Ah, obwohl, hat nicht geholfen. Ich dachte, ich rette sie damit, weil die dann zurückgehen, die Gegner. Und jetzt der Überraschungssnipe. Ne, Brüssel dreht um. Weil die Willow gestorben ist, können wir jetzt nicht pushen. Auch nicht die paar Sekunden, wo Bett nicht da ist. Dagegen Dagger, Lasso und Sniper und alles. Ich hab wirklich keinen Bock, Highground zu gehen. Müssen wir auch noch gar nicht, aber Gegner spielen es, wie man so ein Line-Up daneben spielt, ne? Stehen hinten, versuchen ein bisschen zu farmen. Und ja, wahrscheinlich sollten wir jetzt das hier holen. Ich habe leider keine Ulti. Hätte ich gewusst, dass die Willow da stirbt, hätte ich es wahrscheinlich nicht gemacht. Traum wäre natürlich sogar den Bristle noch zu bekommen mit der Ulti. Ich kann Nimbus stellen. Ah, der ist gemacht worden, habe ich gar nicht beachtet. Haben sie sich geholt vorhin. Aber Schad für die Bett ist hier nicht so gut, die hat kein Auto-Attack-Bild.
stehe sehr aggro. Vielleicht ein Tick zu aggro. Mal hier hinstellen. Lass mal die Luna die Wave farmen. Let's go back. Nur eine Blume. Ne. Ist mir zu viel Zeitverschwendung. Schlaue Leute gehen jetzt bestimmt erstmal Sange. Auf geht's zum Refresher. Ich glaube echt, wenn wir das relativ zeitlich haben, könnte das super krass werden. Vielleicht fast da besser gewesen in dem Bus. Zu spät gesehen. Tot ist die eh, aber. Alter, geil, eine Schildrune. Ist gar nicht so schlecht für mich. In so einem Kampf. Oh, nein. War der falsche. Super Kills. Ist immer noch tricky, Highground zu gehen gegen die krasserweise. Kann man schaffen, aber ohne Aegis. Wir haben halt eine Luna. Wenn wir den Tower haben, sieht's gut aus. Nur könnte es sein, dass die gelastet wird. Ich habe jetzt keinen Nimbus, um das Lasso abzubrechen. Noch nicht, aber in 10 Sekunden habe ich's. Ich mache mal kein Fortify. I will use Nimbus if you get lassoed. Keine Ahnung, ob man jetzt noch pushen sollte. Ist das der echte? Nee. Ah, es ist wirklich hart, gegen die zu pushen. Ja, Roche ist gut. You can do Roche without me, right? Ich denke, es macht mehr Sinn, wenn ich mich auf Lanes zeige sogar, als dass ich jetzt Jungle Creeps farme. Gerade nur keine gute Lane zum Pushen. Yay, mit meiner Schildrune fühle ich mich jetzt schön sicher. Jetzt zeigen wir uns hier. Denken die nicht, dass wir Roche machen. Luna ist aber schon dran. Natürlich nicht so viel Damage. Ich mache auch keinen Damage bei Roche, also. Und Luna mit Aegis ist halt sau nice. Solange die Bat kein Dagger, keine BKB hat, das wird sie erstmal nicht haben, kann ich immer mit Nimbus Lasso abbrechen und die Luna stirbt dann nicht durch den Poke oder so blöd. Weil sie eben Aegis hat. Sollte es klar gehen, das einzugehen. Nee. Hallo. I don't see any wine, so this will have to do. For God's Your bottom tower is under attack. Wir ignorieren unten. You are doing very well. I'm very proud of you. I'm not ready. Nein, die hat noch Lasso. Ey, das ist doch unfassbar, Mann. Die hat nicht gelassoed in dem Kampf. Ah, da haben sie sich sowas von ownen lassen von der Haste. Damit haben sie, glaube ich, nicht gerechnet. Eigentlich ein interessanter Versuch, aber ich wäre auch so nicht gestanden ohne Haste. Gott, ey, ich dachte, die hätte schon benutzt. Irgendwann da in dem Kampf. Perfekt gespielt eigentlich, bis auf den letzten Dive. Ich wollte schnell den Sniper noch bursten. Hab nicht auf dem Schirm gehabt, dass da noch eine Batrider mit Lasso ist. Aber da seht ihr, wie sehr sie mich wollen. Der ganze Kampf über war eigentlich nur Projekt Henry töten. Als das gescheitert ist, hatten wir direkt dann gewonnen. Also zumindest diese Auseinandersetzung gewonnen. Wir haben auch immer noch Aegis. Solange dieser Tower fällt, ist alles fein. Und er fällt jetzt, weil jetzt kommen die Gräfen in die Base. Und sie hat auch kein Lasso mehr. Könnte theoretisch Buyback Nimbus machen. Werde ich aber, glaube ich, nicht tun. Ey, das ist so geil, wenn die Ulti richtig reinschmettert. Ich freue mich so aufs Refresher. So, jetzt wurde abgewehrt, aber wir haben Rex-Schaden gemacht.
We can maybe fight this if they follow for a long time. If you see something good, Sand King, try. Schade, bin ich erwischt. Müssen hinten bleiben, weil die Battle Club wieder lasso. Okay, war gut. Ich hoffe, das war ein Witz. Aber wer weiß. Ja, ich glaube, es war ein Witz. I've ult the Nimbus again, you can go up. Lol. Lol. Ey, was denn? Ich glaube, es ist nur das Spiel, wo es mir so stark vorkommt gerade. Der Damage ist irgendwie. Eigentlich ist das Problem, dass alle zu viel AP haben gerade, aber irgendwie. Die haben auch nicht viel. Die Maiden hat irgendwie das Meta nicht gehört. Ist die eigentlich geguckt oder so, hat 900 Leben. Das darf doch keinem erzählen, ne? In dem aktuellen Patch eine Level Minute 30 Maiden mit 900 Leben. Fühlt sich natürlich für mich wunderbar an. Oh, mit dem Refresher stirbt die ja instant. Leute, wir können die instant töten, einfach so. Die ganze Zeit, solange es auf CD ist. Da kann ich einfach, wenn der Kampf losgeht, doppelt machen und fertig. Würde ich sagen, was gibt's denn auf 20? Arc Lightning Damage und Betäubungsdauer mit Lightning Bolt. Wahrscheinlich für Nimbus ganz gut die Betäubungsdauer. Oh nein, jetzt hat sich die Luna irgendwie da random umgemacht. Den Push habe ich jetzt nicht so unbedingt kommen sehen. Oh, hallo! Was gibt's hier Feines? Die zwei habe ich ignoriert. Brauchen wir nicht sowas? Zauberlebensraub. Nehmen wir das einfach. Das ist ganz gut. Ich will gerade gar nicht gucken. Ich habe keinen Bock, zu verlockt zu sein und Refresher Ulti zu machen. Und dann nicht doppelt machen zu können. Ja, Betäubungsdauer ist wahrscheinlich gut. Arc Lightning Damage ist natürlich auch geiler DPS. Aber ich nehme mal den Stun, weil wir machen eher schon über die Ulti, ist mein Plan. Alter, gleich geht's ab, Mann. Die Maiden stirbt, glaube ich, wirklich. Also ich weiß, sie hat Glimmer und mittlerweile hat sie auch 1280 Leben. Scheiße. Aber es ist knapp. Also in einem Kampf, wo ein bisschen vorgeschwächt wurde, 20 Sekunden kann ich richtig arbeiten. Noch nö, bitte nicht das. Bitte jetzt nicht das, Leute. Nicht 10 Sekunden hier chillen. Oh nein. Oh nein. Und der SK ist tot. Alles ist tot. Lol. Okay, okay, Spiel noch offen. Erst eine Lane. Alles ist irgendwie gestorben vor der Gegnerbasis. Ohne Grund. Willkommen in Publix. Ich schwöre euch, nur aus Spaß. Ich hätte sie einfach gekillt mit der doppelten Ulti. Aber sie hat, glaube ich, einen Tick zu viel. Das wäre es hier nicht wert gewesen, weil die Cooldowns zu lang sind. Ich werde jetzt auch gar nicht vorne stehen. Ich werde wirklich sehr weit hinten stehen. Das Einzige, was nicht passieren darf, ist, dass sie mich initiaten, weil dann mache ich einfach. Mann, was ist das, ey? Ist ja wie bei Lieb mit mir, ne? Dann mache ich einfach. Doppel-Nimbus, Doppel-Ulti. Habe ich dafür den Pool? 1000, 1350, 600, 700, 800, ja. Zwei, ungefähr. Ziemlich genau den Mana-Pool habe ich auf jeden Fall mit Arc-Boots und so easy. Also Doppel-Nimbus, Doppel-Ulti wird es. Wie viel BKBs haben die? Null, ne? Er ist so ein Traumspiel. Der Sniper hat 2200 Leben. Doppel-Nimbus. Let me cook, Leute. Doppel-Nimbus, Doppel-Ras. Ich glaube, ich mache alles auf den Sniper einfach. Also die beiden Nimbi. Das ist bestimmt die Mehrzahl davon. So, wir können jetzt wieder ein bisschen aggressiver laufen vielleicht, weil mein Team ist respawned. Okay. Er hat Timing genommen. Von Roche welch seltenes Privileg, sowas mache ich ja nie. Ja, we can get Vision up and Roche and stuff if you want.
Ja. Solange jetzt kein Teamfight kommt, kann ich nichts machen. Ich bin fertig. Also ich könnte farmen, aber wir haben halt Sand King im Team. Wahrscheinlich stärkste Held aktuell überhaupt. Jetzt kommt hier der komische Smoke in meinen Rücken und ich sterbe als erstes. Ich würde mich so ärgern. Das ist es nicht, oder? Das ist kein Teamfight. I have a lot. If you turn this, I can do a lot. Lol. Das war jetzt natürlich nicht der ganz große Traum. Ach, ich bin so dumm. Und der Silence. Und der Flamebreak. Der Hate. Aber egal. Ich hatte ja meinen Spaß schon. Ey, das war einfach zu geil. Leider ist nur einer im Endeffekt gestorben. Aber es war so geil. Und es geht vielleicht nochmal. Realistische Chance, dass ich noch respawne, wir noch alles haben. Wir haben nicht genug getötet in dem Kampf. Dieses dumme Lasso. Ne? Meine nächste Seite ist auf jeden Fall auch linkens. Also auch einfach schlecht. Also ich muss da nicht stehen. Bisschen braindead. Ich denke auch immer, die Lasso hat vielleicht irgendwen anders, aber die wird immer mich lassen in dem Lasso-Spiel. Warum? Weil die mich hassen. Weil ich bin hier der nervigste, oder zumindest im Early Game war ich die nervigste Mistlaus von allen. So, 120 Sekunden, dann nochmal. Ey, der Schaden war so krank, ne? Wenn er ein bisschen Vorarbeit nächstes Mal ist, nicht doch! Ja, nicht mal Aegis. Gute Pike. Ich glaube, wir verlieren den SK. Wir haben so viel Burst. Obwohl, Bayerweck Whistle. Die Luna ist sehr, sehr stark. Nein, nicht beenden. Hört auf, das Spiel zu gewinnen. Nein, ich will noch mal drücken. Ich will nur 100 Sekunden noch. Okay, Sand King down. Das ist gut für uns. Oh, Skarne ist sogar richtig scheiße jetzt im Endeffekt. Ich fand's eh verrückt. Also der ganze Go hat mich schon beeindruckt, dass es überhaupt noch halbwegs geklappt hat, dass wir jetzt völlig überrollt werden, ja. Das hätte ich jetzt nicht so gern gesehen. Get Roche. Naja, das ist wieder below. Wir haben erst eine Lane, ey. Wir haben erst eine Lane, Leute. Aber ist mir jetzt egal. Auch wenn wir verlieren. Ich will doch nur noch mal Doppel-Ulti drücken. Es wird immer schwächer über den Verlauf des Spiels. Aber noch ist es sehr, sehr gut. Weil der Sniper bleibt voll im Glass-Cannon-Modus. Immer noch ganz wenig HP. Auch die Maiden hat wenig. CK hat viel, natürlich. Bett hat auch nicht so viel. Ganz wenig BKB. Es ist immer noch absolut Traum. Oh, Mann. Die Willow ist, am Feeden. So geht's ja nicht. So, jetzt schön hinten bleiben. Wenn ich jetzt auch noch sterbe, während die anderen respawnen, wäre ziemlich doof. Ich gehe jetzt nicht zu der Wave, auch wenn es sich gut anfühlt, oder hier hin und farm da. Das ist sehr, sehr gefährlich. Wenn die smoken und irgendwo stehen, ich weiß ja nicht genau wo, wenn ich ihn vielleicht in die Arme. Ich könnte ihn fast töten. Oh, nicht ganz. Kriege ich nochmal was Krasses? Reichweite für Wirkungs... das ist ganz gut, der Wirkungsbereich. 1% mehr Schaden mit Static Field. Hat das eine AOE? Nee. Dann nehmen wir das, oder? Für mehr Damage mit Refresher. Der ist hart am Rushpit. Die Bat ist so gefährlich für mich. Ich glaube, die haben das Pit verlassen. Ja. Ist gut, kriegen wir. Warum? Auf jeden Fall der Luna geben hier. Für weitere Push-Möglichkeiten und weitere Waves, Lanes. Oh, wir sind am Start. Wir haben alles fertig, wir haben alles bereit. Jetzt einfach nur hinten bleiben, Team machen lassen.
In Farmspeed ist so übelst am Start am Anfang gewesen und dann so ein Plateau geworden. Aber mir soll es recht sein. So kriegen der SK und die Luna ganz viel. Einzige Problem, wenn die in meinen Rücken smoken. Weiß nicht, warum die Luna so weit hinten steht. Die soll ja vorne pushen. Go push. Did she use lesser? Keine Antwort. Just push, Luna, with Aegis. I have Nimbus against lesser. Let me stay behind you. Yeah, just poke it with waves. Ich weiß nicht, warum der SK genau bei mir steht. Also ich bin ein bisschen verkrümeln, dann geh ich halt woanders hin. Kein Bock, erwischt zu werden. Ich hab Bock, die Main zu töten. Na gut. Komplett vernichtet. Wo ist mein Sand Kingston? Aber ist egal. Wir haben wieder unseren Damage gemacht. Luna verliert leider ihr Aegis. Ich glaube, wir hätten noch mehr Gebäudeschaden machen können. Aber ist okay. Also, ich nehme diese Kämpfe so. Ich kann ja meine Knöpfe drücken, danach kann ich ruhig gelastet werden. Weil in der Situation hätte sie fast jeden lassen können und jemanden töten können. Wenn das ihr Anliegen ist, verliert sie so das Spiel. Und langsam habe ich ein bisschen Angst bekommen, deshalb wollte ich es jetzt akribisch spielen und der Push sitzt. Hab schon Bock zu buybacken, ich brauche keine Items mehr. Ist so geil, ey. Wie man einfach erstmal alles von denen direkt zerschmettert. Leider keinen Kill bekommen dieses Mal, sonst wäre es noch ein bisschen mehr Damage. Aber es gibt auch immer noch nur eine BKB. Das ist schon okay, das direkt am Anfang vom Kampf zu nutzen. So, wir haben zwei Lanes. Das ist eigentlich sinnlos, der Angriff hier. Also der macht gar keinen Sinn. Ja, da sind sie gut drin. Immer noch der Angriff nach dem Angriff. Also wenn der Sniper durch mich stirbt, mache ich's. Nee. Kommen da die Buybacks. Ich habe halt wenig Glaube. Na gut, zwei Buybacks bekommen. Diese Push sind eigentlich Quatsch, ne? Das ist unnötiges Risiko, aber naja, solange sie viel Schaden machen an der Gegnerbasis, darf man sich nicht zu sehr beschweren, würde ich sagen. Ich muss noch mehr vielleicht Nimbus gegen den Sniper benutzen, andererseits, der hat halt seine BKB, ne? Ich glaube, es ist besser, einfach am Anfang alles von denen wegzubursten. Da haben die alle kaum noch Leben übrig, können den Kampf erstmal nicht nehmen. Theoretisch kriegen wir dann sogar noch mehr Gebäude down. Auch wenn wir jetzt im Endeffekt fast alles eingerissen haben. Hallo. Feder. Oh, die sind alle nicht so geil. Ich glaube, es könnte Telescope sein. Andererseits, naja. Ich könnte das kaufen. Ich glaube, das ist gut mit dem Smoke. Stelle ich mir sehr, sehr gut vor gegen die Bat. Ist halt so ein krasses One-Trick-Pony. Die wartet, bis der Kampf fast vorbei ist. Dann lasst du zu mich, killt mich und dann verlieren sie die halbe Basis. So Dinge. Was sie eigentlich machen sollte, glaube ich, ist in Rücken von uns smoken. Dann ja, mich vielleicht lassen, aber durchaus auch wen anders. Soll aber BKB halt kaufen, vor allem dafür. Ist halt nicht Game-Winning, was sie macht, glaube ich. Aber es ist sehr nervig für mich. Aber auch nur, weil ich dann irgendwann doch nach vorne laufe. Ich denke mir halt so, ey, wenn ich alle Cooldowns benutzt habe, naja, sollen sie noch für mich investieren. Wenn sie Bock haben. Ich bin dann eh in dem Kampf nicht mehr so ein großer Faktor. Bisschen schon noch. Kann ja Spells benutzen, aber. Jetzt könnte man auch so eine Transition machen, weil ich habe Shard. Mit BKB und Manta und so. Aber ich glaube nicht. Nicht in dem Game. Brauch einfach eine Linkens. Ach, Shard ist ja nicht mal mehr das, ne? Ach doch. Also, dass man es ausmachen kann, ist okay, aber dass es per Default aus ist, ist ja totaler Quatsch.
So, sie haben einige Buybacks investieren müssen. Es freut mich so, dass es länger geht, weil der Held ja auch Spaß macht. Ich weiß, man drückt nur ein paar Knöpfe im Endeffekt, aber es ist so befriedigend irgendwie. Ja, ja, ich kauf's mal. Den Smoke hätte ich gern gehabt. Oh, egal. Einfach nicht schlecht. Alter, wie ich die vernichtet hab da. Die holen Bristle. Ich hole mir einen Linkens. Das war's. Nice. Ey, so geil. Der letzte Kampf hat auch nochmal richtig Spaß gemacht, fand ich. Diesmal haben wir ein bisschen anders gespielt. Ich musste ein bisschen warten mit der zweiten Ulti in der Situation. Aber war gut. Leider habe ich den Nimbus gegen die Bat gemisst. In dem Moment, wo sie gedaggert hat, habe ich ihn gesetzt. Aber es war egal, weil das Dagger war scheiße. Und wieder super spät auch einfach. Sie muss eigentlich am Anfang was killen. Wir sind ja ohne Aegis hoch. Naja, ohne BKB schwierig für sie. Ohne BKB hätte ich gar nicht gewusst, was ich machen soll. An der Stelle. Geil. Super Spiel gewesen. Relativ cooles Team gehabt. Ich glaube, das Level war niedrig, aber ich werde mich nicht beschweren. Ja, außerdem hatte ich wieder Sand King of Imbinis in meinem Team, der sowieso momentan ganz leicht minimal overtuned ist. Ah, es waren noch Stacks, aber ganz coole Stacks. Ich weiß noch, wie die Luna mir den Tower gegeben hat in der Mitte. Supports kommen nämlich immer, wenn es funktioniert hat. Ja, und der SK, keine Ahnung. Ist halt ein absoluter Meta-Slave mit seinem Level 20 SK. Das ist schon sehr, sehr ekelhaft. Ich commend ihn trotzdem, weil sonst sagt ihm sein Teammate, dass er commended wurde und der SK nicht, dann fühlt er sich schlecht, versteht ihr? So. Das war viel Schaden. Aber gar nicht so krass viel, weil ich habe eigentlich am Ende immer nur noch Ulti gedrückt, doppelt, und bin dann gestorben. Und die Kämpfe gingen dann auch oft ohne mich noch ziemlich lang. Aber während ich da war, am Start, am Leben war, gerade am Anfang der Kämpfe, hat es halt so Spaß gemacht und war auch genau das, was ich wollte. Der Sniper hat die Mitte einfach super schwach gespielt. Also ein Sniper sollte niemals gleich viel Gold wie ich haben bei Minute 10. Und ich glaube, ich habe dann sogar den Tower bekommen. Hier hatte ich dann mehr. Aber da habe ich ihn dann auch gekillt. Also in der Phase mal gegen den Zeus stirbt, das kann schon passieren, gerade mit Phylactery. Da würde ich mir jetzt nicht so die Riesenvorwürfe machen wollen. Und ja, im Endeffekt einfach ein super Game gewesen. Großer Spaß für die ganze Familie. Irgendwas wollte ich noch anschauen. Aber ich hab's jetzt vergessen. Ist ja auch Jacke wie Hose. Bis zum nächsten Mal, Leute. Es hat mich sehr gefreut, dass ihr wieder dabei seid. Wart, besser gesagt, denn jetzt ist vorbei. Vergesst nicht, das Video zu liken und so, falls ihr unterstützen wollt. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein.